Wo könnte man sich besser und ungestörter unterhalten als auf einer Bergtour? Und deswegen habe ich mich heute hier im Jenbachtal am Fuße des Wendelsteins verabredet zu einem Gipfeltreffen mit Elmar Wepper. Grüß Gott, Herr Wepper. Grüß Gott. Gehen Sie so? Ich bin fertig. Wir haben ja vereinbart, ich habe die Brotzeit. Rucksack, Proviant tragen Sie und das Ganze und dann gehen wir los. Ja. Packen wir es. Okay. Wir gehen übrigens nicht auf den Wendelstein, sondern auf einen ganz kleinen Berg, Mitterberg. Waren Sie da schon mal? Nein. Mitterberg sagt man jetzt. Jetzt muss ich sagen, ich war nicht einmal in meinem Leben auf dem Wendelstein. Also die Gegend da jetzt bergmäßig oder wandermäßig kenne ich überhaupt nicht. Aber könnten Sie sich ein Leben vorstellen in einem Land, wo es keine Berge gibt? Schwierig. Wobei ich sagen muss, ich mag Meer. Ja, Meer mag ich ja. Oder sagen wir mal, auch sanfte Landschaften. Also wenn ich jetzt ans Mittelgebirge denke, finde ich auch wunderschön. Also, nur flach soll es nicht sein. Platt. Ganz flach ist ein bisschen schwierig. Und mitten im Land. Und mitten im Land ist ein bisschen schwierig. Also irgendein See oder was muss dabei sein. Schönerweise. Ja. Sie sind gerade jetzt erst zurückgekommen aus Portugal. Ich war in Portugal, ja. Das erste Mal oder sind Sie da öfter? Nein, ich bin an und für sich ganz gern in Portugal, in der Algarve. Jetzt bin ich ja Golfspieler und jeder Golfer weiß, dass die Algarve ist, also für Golfer ist ein kleines Paradies. Ja. Das ist übrigens was Wunderbares. Das gibt es eigentlich nur an der Algarve. Die haben so eine Art, diese Venusmuscheln zu machen. Mhm. Die heißen also Amejoage und die machen die mit Knoblauchöl und Koriander. Koriander, frischen Koriander. Das gibt es ja oft nur getrocknet. Genau. Ja, oder dieses Gewürz, diese Kerntel da. Nein, also frischen Koriander und das ist wunderbar. Und sagen wir mal, da eine Woche jeden Abend eine schöne eine Goldbrasse zu essen, eine Dorada und dann vorher die Muscheln und einen schönen Weißwein dazu. Und am nächsten Tag wieder eine Runde Golf spielen, das passt. Das ist das Leben, oder? Ja. Aber wir sind ja hier in die Berge. Wir sind in die Berge. Wobei, geboren sind Sie ja nicht direkt in den Bergen, in Augsburg geboren. Ich bin in Augsburg geboren, ja. Aber dann, dem Dialekt nach, in relativ früher Jugend dann verschleppt worden nach Oberbayern. Ja, sagen wir, die Situation war so, meine Mutter stammt aus Mehring. Das ist so ein kleiner Ort bei Friedberg, zwischen Friedberg und Augsburg. Und wir lebten zwar in München, aber wir waren während der letzten Kriegsjahre evakuiert. Und ich war also kurz davor, auf die Welt zu kommen und mein Vater wollte dann nicht, dass ich da irgendwo auf dem Land, ich weiß nicht, in der Scheune geboren wäre. So war ungefähr. Ja mitten im Krieg. Es war ja 44. Ja. Und da ist meine Mutter dann schnell nach Augsburg gebracht worden. Mhm. Also bin ich jetzt ein deutscher Bürger. Verstehe. Ich sage ganz einfach, dass mich gewisse Dinge im gesellschaftlichen Bereich, also ob das jetzt alle möglichen Partys oder Veranstaltungen sind, relativ wenig interessieren. Ja. Und irgendwann denkt man sich, naja, warum muss ich das jetzt wahrnehmen, wenn ich das eigentlich nicht will und gar nicht bin. Mhm. Und das kann man sich leisten? Ja, also es ist klar, ich stehe in einem Beruf, wo so ein gewisses Öffentlichkeitsinteresse natürlich besteht. Und das ist auch logisch und das weiß man. Und es ist ja nicht so, dass ich hier autistisch und eremitisch lebe. Und ich gehe schon mal dahin oder mal dahin. Aber, aber nun alles mitmachen, um jeden Preis, das bin ich einfach nicht. Und das wird auch akzeptiert. Also es ist nicht so, glaube ich, dass die Leute dann von den Medien denken, was ist denn der Elmar Wepper für ein schrulliger Typ. Sie sind dann ohne den Vater aufgewachsen, richtig, weil er ja im Krieg geblieben ist. Ja. Wie war das genau? Ich kenne ihn von tausend Erzählungen von meiner Mutter.
die mein Vater sehr geliebt hat, muss ich sagen. Und die, was man als Kind ja gar nicht begreift, die ja eigentlich ihr Leben lang dann gewartet hat, dass der Vater irgendwann wieder zurückkommt. Aber es ist. Da war nie ein anderer Mann da, die war doch sehr jung damals noch. Nee, die ist. Ach, meine Mutter war. Der Vati vermisst war 21. Also eine ganz junge Frau. Also. Und hat dann ewig gewartet, dass er. Ewig gewartet, ich kann mich erinnern, da gab es ja dann so eine Phase, als der Adenauer, glaube ich, dem ist es ja damals geglückt, dieses eisige Verhältnis zur Sowjetunion ein bisschen aufzubrechen. Und da gab es ja so eine große Aktion der Zurückführung von deutschen Kriegsgefangenen. Und da weiß ich nur, dass der Fritz und ich, wir sind immer vom Fernseher geguckt, da gab es am Nachmittag so eine Sendung vom Roten Kreuz. Und da wurden dann so Namen. Und der Vati war halt nie dabei. Und er ist im März 45 nochmal an die Front. Oh Mann. Also quasi so. Da war aber die Ahnung sicher auch schon da, oder? Von der Mutter, dass das wahrscheinlich nicht mehr gut gehen kann. Ja, also diese Angst kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich könnte es mir nur jetzt vorstellen, auch sagen wir, im übertragenen Sinne, wenn ich mir denke, mein Sohn, wenn er bei der Bundeswehr wäre, er hat aber Ersatzdienst gemacht. Mhm. Aber es gab ja, sagen wir, so ein bisschen eine Situation doch bei uns, jetzt auf dem Balkan, dass plötzlich deutsche Soldaten da runter mussten. Wieder in einer Kriegssituation. In einer Art Kriegssituation, wo man auch nicht genau weiß, was passiert. Gibt es Heckenschützen oder ist was? Herr Wepper, wenn Sie irgendwie mal durchschauen, kleine Pause da aus der Hütte, dann setzen wir uns ein bisschen. Ja, wunderbar. Bleiben wir ein bisschen bei Ihrer Kindheit. Da war ja dann der Vater nicht mehr da und der Fritz und Sie Fritz war, waren bei der Mutter. Der war ja ein bisschen älter, Fritz 3 Jahre älter. Genau. Fritz hat dann gesagt, wo es lang geht. Schon so, oder? Ich hab schon rein. Da übrigens, haben wir das drin? Also ich würde sagen, vor 30 Jahren hätte man das unbedingt getrunken. Aber es schaut irgendwie gut aus. Gell? Ich probiere es einfach mal. Und? Komm mal. Schmeckt tut's gut. Sie sind der Vorkoster. Schmeckt tut's gut. Schau bloß, ob Sie umfallen. Sie bleiben ganz normal. Komm, ich geh mal, traut sich das nicht mehr. So wirklich. Also, ja, es ist. Ein bisschen Vertrauen hat man verloren an so Quellen. Das ist richtig, ja. Setzen wir uns da hin? Wenn ich nur denke, in Mehring, das ist der Ort, wo also meine Oma gelebt hat, da gab es am Fluss die Paar. Und da sind wir als Kinder, haben wir Krebserl und Fischerl gefangen und haben das Wasser ertrunken. Die Paar war einfach ein sauberer Fluss. Und da bin ich irgendwann einmal. Vor ein paar Jahren bin ich noch mal durch Mehring gefahren, obwohl meine Oma ja nicht mehr lebt. Und dann bin ich über diese Paar gefahren, über diese Brücke. Und der Fluss hat ganz anders ausgeschaut. Ja. Es ist halt so, ja. Holt man sich das ein? Es ist so. Ja. Die Bilder aus Ihrer Kindheit, sind es positive oder negative? Weil man war relativ arm, nehme ich mal an. Sie waren nicht wohlhabend, die Mutter? Nein, man hat, glaube ich, generell, also auch wir waren eine gut bürgerliche Familie, sage ich mal. Mein Vater wir hatten ein Kaufhaus in Neuhausen, Kaufhaus Wepper, und jetzt sag ich mal, mein Urgroßvater war königlich bayerischer Revierjäger im Hirschgarten. Der Urgroßvater? Ja, Inhaber der goldenen Tapferkeitsmedaille. Ja, dann haben wir noch so ein Ehrengrab im Winterfriedhof. Aber ich sag mal, nach dem Krieg hat ja kaum jemand was gehabt. Es gab einfach nichts. Mhm. Das hat ja nichts gegeben. Und du hast das als Kind aber gar nicht vermisst, sondern du hast die Sachen halt erfunden. Wir haben Reiber und Schandi gespielt, wir sind im Hirschgarten. Weiß nicht, ob Sie den Hirschgarten kennen, der war ja völlig verwildert. Ja. Hirschgarten war, da sind wir in die Himbeeren gegangen, in Hirschgarten. Ja, da hat es ja hinten, die Wirtschaft hat es ja noch nicht gegeben. Also die hat es früher mal gegeben, aber die war nach dem Krieg noch nicht aufgebaut. Und da waren nur Bombentrichter und das war alles verwildert. Da sind wir in die Himbeeren und in den Schwammer gegangen, in Hirschgarten. Also es war eine tolle Zeit als Kind. Also ich glaube, heute, wo die Kinder alles haben, haben sie es nicht leichter. Kriegen wir einen Schluck. Aber natürlich, deswegen wollte ich es gerade anbieten. Was ist jetzt das? Apfelschorle. Hänsel hat einen Schnaps gehabt. Das gehen wir im Gipfel mal. Okay, ich hoffe nicht einmal dabei. Wenn das ist interessant, wie Sie mich einschätzen. Ich habe gehört, also, dass Sie und Ihr Bruder relativ früh auch Tennis gespielt haben. Stimmt das? Ja. Richtig. War aber doch ein total Elite-Sport. Nach dem Krieg gab es, also Tennis war Sport, den konnten sich ja nur besondere Leute leisten. Aber das war der Verdienst, muss ich sagen, vom Sportchecks, darf man ruhig sagen, der hat ja wirklich, was München betrifft, in der Beziehung seine Verdienste. Und da hatten wir eine Anlage drin, Sportcheck-Tennis. Ja. Und
Da hast du Geld verdienen können. Das war ja, also ich glaube, Kegel aufstehen und Balljunge. Aha. Da hast du gekriegt 50er in der Stunde. Das war unglaublich viel Geld. Wirklich. Traumgage. Ja. Weil du bist ja mit einem Zehner, bist du beim Bäcker gestanden und hast überlegt, was kaufst du? Eine Wundertüten oder kaufst du drei Bärendreckschlangen und irgendwie so ein Brausepulver oder so? Also ein Zehner hast du ja schwer überlegt, was du das anlegst. Aha. Und ein 50er in die 50er Jahre, das ist ja. Heute sind sie so 50-Euro-Scheine aus. Sagen Sie, bevor wir in der Sonne schmoren, weil es irre warm, gell? Es ist Wahnsinn, es ist wie im August. Das ist ein sensationeller Tag. Sollen wir mal aufgehen, Weiler? Ja. Und dann war der Schüler Elmar unterwegs. Waren Sie ein guter Schüler? Naja, Volksschule gut. Und dann Gymnasium, sage ich mal, unterm Strich Abitur geschafft. Unterm Strich Abitur geschafft? Ja, das Ehrenrunde. Schwierigkeiten? Ehrenrunde, wann? Ehrenrunde, welche Klasse? Siebte, das ist, glaube ich. Ist die elfte im Gymnasium. Die elfte, ja. Also eine unter Prima. Latein. Nur Latein, das heißt Latein, sechste, ja. Oder? Genau, ja. Dixi in Latein. Also voll. Ja. Gab es da Ärger? Na, weil was. Meine Mutter, mein glücklich war sie nicht drüber, ich selber auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass Schule natürlich schon. Schule war also ein Faktor im Leben, diese Gymnasiumzeit. Die schon immer mit ein bisschen Angst verbunden war. Angst vor dem Versagen? Oder Angst? Ja, Angst vor dem Versagen und immer das Defizit, sagen wir mal, das Defizit zwischen dem, was man wissen müsste, was man weiß, was man lernen hätte müssen, was man gelernt hat. Und waren Sie sehr ehrgeizig? Schulisch nicht so wahnsinnig. Ihre Schauspielkarriere, Herr Weber, ja. Die begann ja zumindest aufzublitzen schon relativ früh. Da waren Sie, glaube ich, 13, 14 Jahre alt, oder? Meine allerersten schauspielerischen Schritte habe ich gemacht im Bayerischen Rundfunk. Kinderfunk, Schulfunk. Da gab es einen Günther Stamm, hieß der. Also Radio. Radio, genau. Und auch synchron, gell? Synchron dann später gemacht, da habe ich synchronisiert, da gab es eine Serie Fury. Klar, mein alter Klassiker. Das Pferdl habe ich nicht synchronisiert. Ich wollte gerade fragen, das Pferdl war Sie waren nicht der mit dem. Nee, aber im Vorspann war dann immer, da kam der Führer und da kam der kleine Joe, das war ich. Ach, das waren Sie? Ja, ja. Also richtig Hauptrolle, Synchron, ja, Hauptrolle. Und der hat dann gesagt, na Fury, wollen wir einen kleinen Ausritt machen, hast du Lust? Das war wirklich komisch. Ja, aber das war ja richtig schwere Sprecharbeit schon, oder? Das war dann eigentlich richtige Arbeit, ja. Und ich muss sagen, als Kind, was ich ja gesagt habe, ich habe eigentlich viel über im Sandkasten gespielt oder bin auf Bäume geklettert und so, war diese Arbeit auch immer mit, ach du lieber Gott, jetzt muss ich wieder synchron machen. Aber ja. Man hat natürlich Taschengeld verdient. Ich habe mir später dann mein erstes Radl davon leisten können. Ja. Also, es war immer so ambivalent, ja. Ungern gemacht, aber man hat jetzt Geld dafür gekriegt. Und das andere sieht man sich da schon ein klein bisschen auch als Star, weil das ist ja nicht ein Job, den jeder. Nein, eigentlich macht, nicht. Oder? Also das sage ich jetzt ganz unkokett. Ja, so habe ich mich gar nicht gesehen, überhaupt nicht. Also eher Arbeit. Eher Arbeit und das war ja, mit Ausnahme jetzt von so einem Film, war es ja eigentlich mehr im Funk vor dem Mikrofon oder im Synchronatelier. Ah, jetzt wäre es schön. Schauen Sie, da, ist das nicht ein Traum? Ach, ist wunderbar. Ist wunderbar. Ganz toll. Haben wir echt einen optimalen Tag erwischt. Ja, das kann man sagen. Schöner als im Synchronatelier. Wenn ich was heraushebe, was ich wahnsinnig gern gemacht habe, was so ein Highlight war, wenn ich zurückdenke, schauspielerisch, das war vom Franz Xaver Bogner irgendwie und sowieso. Ja. Den Sepp spielt, den Automechaniker. Den Sepp, genau, ja. Ja. Sie wissen ja Bescheid. Ja, klar. Und das war ja, das habe ich nicht verpasst, natürlich nicht. Eine gewisse Kultserie, ich glaube auch heute noch, ziehen sich das irgendwelche Kids dann eine Nacht lang rein. Da ist ja auch wiederholt worden, ist noch gar nicht so lange her. Es ist wiederholt worden mit großem Erfolg, soweit ich weiß. Und ist auch eine tolle Serie. Also das sage ich jetzt, weil ich den Franz Xaver Bogner wirklich verehre. Ich finde das
Ausnahmeerscheinung. Also was uns als Buben natürlich auch immer fasziniert hat, war der Heindl. Polizeiinspektion, ja. Polizeiinspektion mit Walter Sedlmayr. Damals auch schon Uschi Glas. Richtig. Ja, das war die erste Geschichte mit der Uschi und mir. Ja. Ja, und dieses Paar hat eigentlich der Helmut Ringelmann erfunden. Das hat sich gezogen über ganz, ganz viele Jahre. Also sie gelten Jahre. Und galten, ja, ja. Ja, nicht nur die Polizeiinspektion, auch diese Begegnung und die Partnerschaft, die filmische mit der Uschi Glas. Da gab es dann schönsten Jahre, eine wunderbare Geschichte von Franz Geiger, auch ein ganz fantastischer Autor. Und Zwei Mischen in Hamburg war dann. Sie galten ja und gelten immer noch. Also ein bisschen als dieses bayerische Paradepaar. Also modern zwar, aber doch auch bayerisch. War Ihnen klar, was da für ein Bayern-Klischee auch verbreitet wird? Und konnten Sie dahinter stehen? Jetzt sage ich mal, ich kann mich erinnern, als die zwei Münchner liefen. Erste Folge war, also Stichwort, schön hier, gell? Ja, Wahnsinn. War Stichwort Klischee, und man bedient also vielleicht so ein bisschen so ein Postkarten-Bayerntum. Also im Gegensatz jetzt, sage ich mal, vielleicht zu irgendwie und sowieso, ja, wo das einfach viel knallharter beschrieben wird, wie es auf dem Land gelebt wird. Ja. Oder jetzt eine Geschichte, die ich gemacht habe, aber in keiner Hauptrolle. Das war, ein Dorf sucht seinen Mörder. Mhm. Wie eigentlich, sagen wir, so eine Situation heute im Dorf ist ja auch eiskalt teilweise, gell? Mhm. Und ganz brutal. Mhm. Jetzt nicht, weil es um den Mord geht, sondern auch die Beziehung, da geht es eigentlich nur ums Geschäft und Dings und so. Und ansonsten interessiert keiner den anderen. Aber gut, man macht ja Unterhaltung, sage ich mal. Ja. Und wenn man sowas macht wie jetzt bei München und Hamburg, dann weiß man ja, dass man jetzt ein großes Publikum unterhalten will. Ja. Und das ist halt eingebettet in den Dialekt, in die bayerische Landschaft. Und ich sehe da nichts Schandbares darin. Nein, also es gibt, welche, die sagen, ah, das ist wieder so ein Bilderbuch Bayern, ja, was da gezeigt wird. Dennoch war es dieses bayerische Paar Uschi Glas, Elmar Wepper. Und die Leute haben auch gesagt, da ist irgendwas zu spüren, da ist eine Chemie, die passen einfach auch zusammen. Es war nichts. Es war nichts. Wollte ich gerade fragen, war da was? Nein, aber es war doch im Filmischen schon so, man hat das gespürt zwischen euch beiden. Also irgendwas, ich muss sagen, irgendeine Art Chemie, was den Humor betrifft, auch so ein Selbstverständnis, was wir so im Umgang miteinander hatten. Ja. Und was man jetzt gar nicht groß erspielt, schauspielerisch, sondern das ist einfach da, ist dann ein Glücksfall. Sind Sie Freunde? Also ich würde die Uschi auf alle Fälle als Freundin oder als Freund bezeichnen. Wobei es so ist, dass es auch in den Zeiten, wo wir also sehr viel gedreht haben, nie so war, dass sich jetzt unsere Freundschaft, wie ich sage, dadurch bedingt hätte, dass man sich also fünfmal in der Woche gesehen hätte, ja, oder passend telefoniert hätte. Also wir haben uns außerhalb des Drehens dann mal ein Vierteljahr überhaupt nicht gesehen. Ja. Aber wenn wir beieinander waren, hat alles wieder gepasst. Und wir haben also nie so Aufwärmschwierigkeiten gehabt. Ich habe jetzt wieder mit ihr was gedreht. Und das war eigentlich so wie vorgestern, letzter Drehtag, und heute wieder den ersten von der neuen Sache. Ja. Also ist ganz toll, muss ich sagen. Wie war Ihr Verhältnis oder Kontakt in der Zeit, wo Uschi Glas jetzt im letzten Jahr einfach wirklich schlimme Sachen erlebt hat, wo ihre Ehe kaputt ging? Praktisch kein Kontakt. Also ich bin ein, zweimal angerufen worden und so mit der etwas, ich will mal sagen, ja, locker dahingefragten Frage, nach, was, Sie kennen doch die Uschi so gut. Ja. Was meinen Sie? Sage ich, schauen Sie, mich dürfen Sie da gar nicht fragen. Und so ein bisschen? Ja, gerne. Das ist Privatsache von der Uschi und ich habe da eigentlich überhaupt gar keinen Kommentar dazu abzugeben. Aber wie sieht das so? Ich meine jetzt gar nicht Kommentar den Medien gegenüber oder uns gegenüber oder mir jetzt gegenüber, aber Sie stellen sich nicht so nah, dass Sie sozusagen als Ratgeber für die Uschi. Nein, was heißt auch Ratgeber? Also ich, sagen wir mal, ich bin so, selbst wenn mein Bruder Schwierigkeiten hat, und der steht mir ja in gewisser Weise doch näher. Und es gab ja auch mal Zeiten, wo der Fritz dann irgendwie so gemacht hat, gedacht hat, was habe ich jetzt gemacht? Ja, ja. Also ich bin dann nicht der anruft und sagt, hör mal, Fritz, was ist denn da los? Ja. Jetzt mach aber so. Also das haben wir nicht. Aha. Nur wenn wirklich Not am Mann wäre oder ist, dann steht die Familie schon zusammen. Aha. Und dann bin ich da und dann ist auch der Fritz da. Was hat uns verblasen? Sturm! Ja, richtiger Sturm. Ist übrigens, das ist der Gipfel, wo wir hinwollen. Donau! We'll be right back.
dieses Verhältnis zu ihrem Bruder, wo sie gesagt haben, die Familie hält ja zusammen. Und ich habe mit ihrem Bruder auch schon mal gesprochen, der steht ja auch da zu deinen Dingen zum großen Teil, die er gemacht hat, dass er sehr extrovertierter Mensch ist, der es auch ordentlich mal krachen lässt und dann Ärger hatte. Wie schaut es in einem selber dann aus? Denkt man sich, mei, jetzt fängt der schon wieder an? Oder also jetzt muss ich mal einschränken, ein bisschen sagen, das klingt jetzt so, also ob mein Bruder einer ist, den man an die Kette legen müsste, weil er Pause macht, irgendwelche Geschichte macht. Ist auch nicht so. Nein, überhaupt nicht. Es gab sicher ein paar Situationen, wo man sich gedacht hat, naja, das hätte er jetzt auslassen können, der Fritz. War das eigentlich schon immer so zwischen euch, dass Sie der Ruhigere waren und der Fritz so der nach außen? Ach Gott, der Fritz war immer ein bisschen spontaner, ja. Ja? Ja. Das Bub auch schon? Ja, Fritz, spontaner, sag ich mal. Der Fritz ist jemand, der losspringt und vielleicht manchmal denkt, oh, wo lande ich? Aha. Im Sprung, der ist aber zu spät. Und ich sitze dann irgendwo und denke mir, warum springe ich nicht los? Ah, ja. Also es hat ja alles Vor- und Nachteile. Das ist ja immer. Heißt es, dass es Momente im Leben gab, wo Sie nicht gesprungen sind? Ja, sicher. Was Sie uns gerne getan hätten? Sagen wir mal, was ich nicht gepackt habe, was ich aber auf der anderen Seite bin, ich bin eigentlich so ein Familienmensch. Ja. Und es ist mir irgendwie nicht geglückt, und das kann ich auf niemand anderen schieben, eine Familie zu gründen, so im klassischen Sinn. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Schauspielerarbeit zurückkommen. Und zwar noch mal auf diese Heindl-Geschichte. Aha. Weil da ja ein Mann die Hauptrolle gespielt hat, den Sie kannten, der vielen abgeht. Walter Siedlmeier. Was haben Sie für Erinnerungen an den Mann? Ach, sehr vielfältige, sage ich mal. Und er war ja, schicke ich mal voraus, bei vielen Kollegen oder in der Branche, also nicht unbedingt der Beliebteste. Aha. Und er galt auch als schwierig oder ja, mit dem zu arbeiten. Und so. Zu dem Punkt ist eigentlich nur zu sagen, der Walter war immer bemüht, das Optimum, sagen wir, aus einer Rolle oder aus einer Figur rauszuholen. Und wenn man so ein Drehbuch von ihm gesehen hat, also von der Polizeiinspektion, dann war der Originaltext rechts und links war alles voll geschrieben mit Ersatztext wieder durchgestrichen. Also es ging ihm wirklich um die Sache und natürlich, weil er hatte schon was Egomanisches, auch um seine Person. Und das hat natürlich manchmal beim Drehen auch Zeit gekostet und der Regisseur hat dann die Augen verdreht, ach, jetzt kommt der Walter Siedlmeier wieder mit irgendwelchen Vorschlägen und so. Wie war er als Kollege? Ja, es gab schon Situationen, wo ich mir dachte, warum macht er das jetzt? Er war zum Beispiel, gab es mal eine Situation, er war ja Requisitenschauspieler, er hatte also immer was braucht, Semmeln oder einen Ordner oder Weißwürst oder irgendwas. Ja. Und da hat ihm die Corinna hieß, glaube ich, die Requisiteurin, hat ihm Semmeln gebracht. Und der war, hat ihm aber nicht passt. Also die hat die besten Semmeln der Welt bringen können. Das waren aber Semmeln. Irgendwie hat er gesagt, was hast du denn da für Semmeln? Mit denen kommen wir in den Spulen. Die bräseln. So ist voll Bräsel. Und hat es dann hingeschmissen. Mit den Requisiten kommen die Tränen. Wenn man eine gescheite Semmeln hat, wir sind noch keine Deppen auf dem Revier. Und die brachte gescheite Semmeln. Und dann hat sie fast geheult, hat Frische geholt. Das war ein Schnitt. Am nächsten Tag kam er mit einer Torte. Hat sie ihr gebracht und hat gesagt, das mit gestern war nicht in Ordnung. Das wollte ich dir auch sagen. Das also ist natürlich klasse. War auch der Walter. Herr Wepper, so kurz vor dem Gipfel. Ja. Wie man so dann ausschaut. Das merkt man, dass man kurz vor dem Gipfel ist. Dass man kurz vor dem Gipfel ist und aufs bayerische Land schaut. Da Inntal, so wunderbar, Chiemsee. Ne? Was bedeutet Heimat, Bayern, für Sie? Das ist Bayern die Heimat? Ja. Also, ich finde, dass Heimat beinhaltet sicher mehr als nur das Land, wo man vielleicht geboren oder aufgewachsen ist. Da gehört die Sprache dazu, da gehören Erlebnisse dazu, Menschen. Aber ich sag's mal so, das ist schon mal erzählt, ich war als Beispiel nur, ich war mal ein Vierteljahr in Amerika, auf so einer Camperreise, da bin ich dann im Herbst, wie wir angekommen sind, nachdem also diese 3 Monate Amerika, es war super, da bin ich da, habe mich mit meinem Spätzl in Nieskau getroffen, das ist so ein kleiner Ort da am Chiemsee, an der Alster haben wir unser Fischwasser gehabt, ja. Und da fahre ich den
den Berg so runter, wie man so oberhalb von Chiemsee. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, wirklich, dieses Bayern ist Wahnsinn. Es ist so schön, du hast jetzt Landschaften gesehen, ich weiß nicht, im High West und Rocky Mountains und überall. Aber, und dann fährst du in irgendein Dorf rein und da ist ein Wirtshaus. Und da sagt jemand, grüß Gott, wollen Sie was essen, legt der Karten hier, ja. Gibt irgendeinen gebackenen Waller, einen frischen Schweinsbraten haben wir. Also, nur als kleines Beispiel, das ist halt eine Kulturlandschaft auch. Ja. Wobei der Bayer an sich ja auch grantig sein kann. Man kann ja, ja in der Wirtschaft sitzen und es bringt lang keiner eine Karte. Oder? Ja, das könnte schon passieren, ja. Aber das sind dann, sagen wir mal, Wirtshäuser. Naja, ich weiß es auch nicht. Ja. Gut, heute kommt man in ein Wirtshaus und es ist überhaupt kein Bayer mehr drin. Das gibt es auch. Das gibt es auch. Aber wir reden ja also von dem. Aber das heißt schon diese Landschaftsanbindung. Also Bayern als fantastische Landschaft ist die Heimat. Ja, also ich meine, dieses Bayern muss sich überhaupt nicht verstecken. Auf der ganzen Welt nicht. Aha. Das ist. Also so ein Blick raus, hinten im Kaiser, da hinten glaube ich sind die Lofer Steinberge, gell? Ja. Leonganger Steinberg ist Inntal hier unten, das heißt, der in Wieren ausgeht. Nehmen wir an, das ist der Simsee. Simsee, Chiemsee. Ist der Simsee, genau. Hinten der Chiemsee. Innen ist es betoniert, ja. Und kanalisiert. Das ist ein bisschen schade. Ja gut, das ist der Stückel, ja. Das ist der Stückel. Aber das sind ja nicht wir, das sind ja die Politiker, die das machen. Herr Wepper, es haben ist wir's. Fast geschafft. Auch wenn es pfeift, aber ein Föhnsturm ist besser wie ein Regensturm. Der Mitterberg. Schönes. Gratulation. Bergheil sagt man, glaube ich. Gell? Genau, Bergheil. Und man kann es ja duzen fast, oder? Sollte man fast auf dem Berg, ja, oder? Ja, danke, ich bin der Werner. Ich bin der Elmar. Schön, okay, dass wir aufgegangen. Super, ja. Ist das nicht, oder? Ja, das ist traumhaft. Ein Blick wert. Einfach traumhaft. Und der Bankel haben wir. Das steht Gott sei Dank. Kaiser. Leoganger Steinberge, Loferer hinten. Das ist so dein Geil, gell? Du kennst ja, also sag ich mal, also wenn man da einen Kaiser sieht, und jetzt hinter dem Kamm, was man jetzt nicht sieht, da ist diese Kuppe von der Hohensalbe. Ja, du kennst ja sicher, gell? Wollen Sie die versprochene Brotzeit? Unbedingt, ja. Ich war Ich war beim Bad Aibling, beim Metzger. Mhm. Und als das ist ein besonderer. Ja, da gehe ich immer hin. So wie Ihre auch. Ja. Man hat ja so einen Vertrauensmetzger. Richtig. Ja. Ich hätte Obst auch noch da, gell? Ja, das lasse ich aber aus. Okay, alles klar. Obst ist ja wahnsinnig gesund, das muss man nicht gleich am Anfang wissen. Ich hab's mir eigentlich so gedacht, dass wir da durchrennen, aber das verblasst sonst bei dem Sturm. Sind Sie ein Brotzeitmensch? Ja. Auch tagsüber? Ja. Also da sind jetzt Brezen. Ein Brot haben wir da, das hat sich ein bisschen zusammengedrückt. Sehr gut. Dann haben wir die Tüten da her. So. Da gehen wir gerne. Aber ich stehe gut. Tee oder nochmal einen Apfelkorn, hätte ich fast gesagt, Apfelschorle? Ja, jetzt sage ich mal ein Bier oder so, weniger. Hm? Noch Bier habe ich auch dabei? Ja. Ein Gipfelhalbe. Mhm. Aloha oder teilen wir uns an? Wir werden uns teilen. Ich will ja nicht knickrig sein. Mein Name, ich hätte schon zwei Autos. Nein, es geht jetzt einfach nur ein gutes Stück Bier. Okay, dann machen wir so. Ein Messer. Und ich da weiter ein bisschen auspacken. Oh ja, bitte da. Na, Brotzeit ist was ganz Wichtiges. Zumal im Gebirge. Na, man kriegt richtig Hunger, gell? Käse. Das heißt, trotz Schubeck immer noch Leberkäse? Der Schubeck mag auch Leberkäse. Ich mein, wenn er privat bei mir ist, ja, ich sage manchmal privat bei mir, sagt er immer, nur Brotzeit, gell? Brotzeit, nichts kochen. Sagt er? Ja, ja. Und man hätte ja Schwierigkeiten, wenn man für so einen Koch dann was zu kochen ist. Das ist ja, muss ja Wahnsinn sein, wenn der kommt, oder? Da wird man da nicht nervös? Ja, ich mag eine Brotzeit. Und das schafft man? Ja, das schafft man. Also ich darf Ozean gehen. Zum Wohl. Mm. Regionales Bier. Ganz gut. Ja. Passt. Ganz gut. So. Also ich trinke jetzt einfach derselben Flasche. Ja. Also. Was ist denn das für Messer? Achso, das ist jetzt. Das hat mir die Dame, um bei dem Thema zu bleiben, in der Metzgerei geschenkt, wo es gehört hat. Der Elmar Wepper geht mit mir in die Berge. Und sagt, dann nimmst du ein gescheites Messer auch mit, sonst blamierst du die Bur, hat's gesagt. Ja. So. Elmar, jetzt muss ich erst ans Du mich gewöhnen. Elmar, dein Sohn, der Elmar, der ja auch Elmar heißt, ist ja eigentlich genau wie du, wenn auch aus anderen Gründen, nicht in einer Familie aufgewachsen. Was heißt Ehe, Papa kommt abends heim, Mama ist auch da. Richtig. Ist das was, was dir nachhängt? Oder sagst du mal so, war es halt? Beides. Das hängt mir schon ein bisschen nach. Aber ich kann sag mal, dieses Schuldgefühl, das so latent immer so zeitweise so mitgeschwungen hat, in den Jahren,
Das kann ich, sagen wir mal, das kompensiere ich einfach mit der Feststellung und der Erfahrung, dass es auch so funktioniert, ein schönes Vater-Sohn-Verhältnis zu haben. Ich wollte fragen, wie eng ist euer Verhältnis? Wie oft habt ihr euch gesehen, als er klein war, und wie oft seht ihr euch? Wir sehen uns relativ, also es gab eine Phase, da wohnte er mit der Mami in Pullach und ich auch in Pullach. Und da haben wir auseinander gelebt, Luftlinie vielleicht einen halben Kilometer. Und da hat er mal eine Woche bei mir geschlafen und so. Also da war das mehr alltäglich. Und dann bin ich nach Planegg gezogen. Da haben wir uns vielleicht nicht so oft gesehen, aber ich will mal sagen, also ich war nicht so, wie man vielleicht meint, der klassische Sonntagspapi, der halt irgendwann alle zwei Sonntag kommt und seinen Sohn zum Fußball abholt. Sondern wir haben viel zusammen gemacht, wir sind zum Fischen gefahren, wir haben das gemacht. Er ist zu mir immer an die Alz mit zum Angeln gegangen und so. Das heißt, er fischt auch? Er fischt auch, diese, ja. Leidenschaft habt ihr gemacht? Ja. In Alaska waren wir zweimal mittlerweile und so, auf dem Lachsfischen und so. Und jetzt kommt er relativ oft vorbei. Er hat eine eigene Wohnung, hat er Freunde, mit, da lebt er mit ihr zusammen. Wie betrachtet man die Freundin des Sohnes? Ja. Ist man da kritischer? Ja. Oder sehr kritisch? Naja. Nein, wenn du jetzt lachst, hat das überhaupt nichts zu bedeuten. Das glaube ich. Das hoffe ich. Ich bin happy. Ja? Die ist ganz bezaubernd. Kommt aus Schweden. Heißt Ilva. Und er wird sie heiraten? Keine Ahnung. Ja, man muss ja nicht gleich heiraten. Nein, ich nicht. Aber wenn es passiert. Also mir geht es ja nur darum, dass man das Gefühl hat, dass es auch hält und dass was draus wird. Dieses Fischen als Hobby, das ist schon die Ruhe, die muss unglaublich beruhigen. Das ist schön, ja. Das Fischen ist was Besonderes. Als Fliegenfischer, da gehst du ja mit deiner ganzen Ausrüstung aus deinem Leib. Du hast der Weste, du hast alles drin, alles was brauchst. Du hast den Korb, wo die Fische reinkommen, du hast deine Warthosen oder deine Stiefel. Inklusive Fliegen, alles dabei. Alles dabei. Und dann gehst im Wasser entlang und du siehst ja die Fische, du jagst ja die Fische, ja. Richtig. Eine Forelle, du siehst, da steigt eine. Wie läuft das Fliegenfischen? Ja, du hast eine spezielle Gerte, spezielle Rolle und vor allem eine spezielle Schnur. Und du schmeißt ja nicht irgendwo den Köder da rein, sondern du hast eine künstlich gebundene Fliege am Vorfach. Das ist ein Haken mit aufgesplissten kleinen Harnenfedern und künstlichen Sachen drin. Und die schwimmt, also eine Trockenfliege, ja. Jetzt gibt es eine Nassfliegen. Und du castest, sagt man dann, die Fliege so aufs Wasser. Und du weißt, da steht die Forelle. Und die Forelle kommt dann hoch, juckt und nimmt immer Insekt auf. Ja. Du siehst, der steht ja im Wasser. Ja, und dann präsentierst du die Fliege in der Strömung so, dass die genau abtreibt auf die Forelle zu. Und dann nimmst du es. Und dann macht. Und dann hast du schon. Und dann musst du das drillen. Und sagen das mal, ist ja hochspannend, ich hab gedacht, das ist langweilig. Na, das ist pure Jagd. Immer, du hast im Gegensatz in deiner schauspielerischen Arbeit zu deinem Bruder Fritz, der erst vor kurzem noch mal so ein bisschen einen regionalen Bürgermeister gespielt hat, ja. Hast du eigentlich immer ein bisschen regionale Rollen gespielt? Ob das der Sepp war in Irgendwie und Sowieso, auch der Portier. Einmal Leben, ja, ist zwei München in Hamburg und so. Da bist du ja immer sehr regional, mit regionalen Einschlag. Ist das recht? Dialekt. Nein, ich finde es wunderbar. Also es gibt ja für einen Schauspieler nichts Schöneres, als im Dialekt zu spielen. Das ist, weil da ist die Identifizierung mit Sprechen und Denken ist total. Also das ist einfach schön. Und das geht ja auch, sagen wir mal, in die Mimik und die Gestik rein. Also das merkt man. Ja. Das merkt man, wenn du einen gut geschriebenen bayerischen Text hast, jetzt sage ich nochmal Franz Geiger oder Bogner oder die Conny Zagelmann oder was, das lernen sie leicht, das spürt sie leicht, das spricht sie leicht, das ist einfach angenehm. Aber die große Weltkarriere in Hollywood ruft da nicht an, oder so dialektmäßig. Das ist ja das Problem, wir sind regional beschränkt. Das ist ja nicht die Situation, dass die gesagt haben, wir brauchen den Wepper unbedingt, aber leider spricht er nur Bayerisch. Sondern das ist ja gar kein Thema, nie gewesen, Gottes Willen. Und es darf mich ja gar nicht interessieren, was mache ich in Hollywood oder was hätte ich da gemacht. Ich bin ja lieber hier. Es gibt aber einen Teil deiner Arbeit, der überhaupt nicht regional ist, deine Synchronarbeit. Du synchronisierst ja wirklich große Stars, Mel Gibson ist dabei. Das stimmt, ja. Und da ist ja kein regionaler Wepper, da ist der vollkommen akzentfrei. Nein, das ist ganz was anderes. Das ist, gut, das ist rein handwerklich, dass man Schauspieler eben auch Hochlautung sprechen kann. Und das empfinde ich persönlich, also ich habe den Mel Gibson schon in seinen Mad Max Filmen gesprochen, das ist ja schon 20 Jahre oder 25 Jahre. Und die Lethal Weapon Filme, also ich begleite ihn jetzt, spreche ich schon Jahrzehnte, habe ihn auch mal persönlich kennengelernt. Sehr sympathisch, ja.
Und den Chekhov hast du gespielt, gell? In Enterprise. In Enterprise, ja. Den legendären Chekhov. Captain, ja. Captain die Phaser-Kanonen müssen aufgeladen werden. Das heißt, fließend Tschechisch eigentlich auch nicht. Nein, das war Kunstsprache. Kunstsprache, ja. Captain, ja. Elmar, du lebst nicht in Ehe, aber du lebst in, wie du schon sagtest, monogamen Beziehungen. Ja. Ist das so schlimm? Auch, nein, überhaupt nicht. Momentan mit der Anita zusammen. Ja. Wie lange schon? Also gegen das Wort momentan hebe ich gleich Widerspruch. Okay. Oh, unser Wurst. Warte mal, bleib mal sitzen. Ach. Aber ist der Föhn nicht fantastisch? Ja. Das ist doch geil im November, wirklich. Das muss man sich mal. Ja, entschuldige. Oh, danke schön. Wo ist für mich? Ja, ich bin mit der Anita, also ohne momentan, sondern ich lebe mit ihr zusammen. Ja. Ja. Da war auch nie das Wort Heirat im Raum gestanden. Über so Sachen spricht man nicht. Spricht man nicht? Nein. Also, bist noch am Fragen an sie und weißt nicht, wie sie redet? Nein. Also ich sage mal, jetzt ist plötzlich ganz windstill. Das ist kein Wenn Zufall. Wenn spannend wird, geht der Wind. Weil der Herrgott sagt, das möchte ich auch wissen. Nein, also wir leben zusammen und ich wünsche mir, und das wird also sein, dass das solange wir beide existieren. So bleibt. So bleibt. Aha. Unbedingt. Elmar, wenn man da so rumschaut, da hinten, der Kaiser, der Wilde, das ist das Gebirge, das dir letztlich sehr nahe liegt. In dem du hast einmal Hütten gehabt, oder hast du noch? Nein, die habe ich leider nicht mehr. Die ist auf der Hohen Salve. Das ist quasi hier ein Stück rechts vom Kaiser. Aha. Auf der rechten Seite, dieser wunderbare Berg. War in 1100 Meter Höhe, auf so einem Almwiesen. Fantastisch. Und das Schöne war, im Winter hast du den letzten Schwung an der Hütte gemacht. In der Früh bist du in die Ski rein, ins Tal runter, mit der Gondel dann rauf. Das ist ja ein großes Skigebiet, der Elmau, Schäffau, ja. Söll. Nein, die habe ich leider nicht mehr. Wäre eigentlich jetzt schön für den Sohn, oder? Ja, der ist ja da aufgewachsen. Also, der war, glaube ich, 4, wie ich die Hütten gehabt habe. Mhm. Und für den war das Winter Skifahren und Ding und im Sommer Schwammerl suchen und so. Und jetzt mit seiner Freundin, vor kurzem haben wir darüber geredet, hat gesagt, Mensch, Papi, die Hütten, wenn wir noch hätten. Das wär's. Das kann er dann auffahren mit seiner Ilva. Wie alt warst du damals, als der Elmar kam? 34. 34. Aha. Du musst jetzt wissen, wie alt ich bin. Nein, das weiß ich. Das ist ja kein Geheimnis, oder? Nein, 58. Genau. Da geht man, apropos, da gibt es ja Leute, die mit 58 tatsächlich in Frühruhestand gehen. Die sagen, ich mag nicht mehr. Ja, aber ich glaube, das ist sogar der Durchschnitt in Deutschland. Ja. Du wirkst nicht so, als ob du daran denken würdest gerade. Nein, also in Ruhestand auf keinen Fall. Gottes Willen, also wir haben ja, Schauspieler haben ja den Beruf, wir können den eigentlich machen, bis wir tot umfallen. Mhm. Weil es gibt ja auch 90-Jährige, die irgendwie im Leben erscheinen und in irgendeinem Fernsehfilm auftreten können oder auf der Bühne. Aber das Schöne ist auch, dass man es reduzieren kann. Und jetzt sage ich mal, für mich teile ich es mir dann schon ein bisschen ein und lebe nicht mehr nach dem Motto jetzt, alles machen, was kommt und Karriere auf Teufel komm raus. Weil zum einen, wo soll es hingehen? Und zum anderen, du hast seinen Preis. Ist das eine sogenannte Altersweisheit, die man hat? Oder war das eine Taktik, nach der du immer verfahren bist? Jetzt haut es uns da richtig mit an. Also, Altersweisheit, so ein hehres Wort, da scheue ich mich. Weisheit sowieso. Obwohl, es gibt einen wunderbaren Spruch, den ich mag, da kommt das vor. Das heißt, das Dilemma, den liebe ich, diesen Spruch, das Dilemma dieser Welt ist, dass die Narren so sicher und die Weisen so voller Zweifel sind. Ah. Das ist das ist mein Traumspruch. Das ist wirklich ein wunderbarer Spruch. Den meine ich wirklich. Weil wir leben ja in einer Welt der Sicheren, der Entscheider, der Hebelumleger, der Sager, hier geht's lang und nicht da. Und die hinterfragen und zögerlich sind, weil ich meine, alle Dinge sind eigentlich letztlich zu hinterfragen. Mhm. Die gelten als Zauderer, als entscheidungsschwach, als du weißt schon, was ich meine. Ich weiß, was ich meine, ich weiß, was du meinst, aber heißt es, dass du, je älter du wirst und je weiser du irgendwo für dich wirst, umso zaudernder wirst? Dass du mehr überlegst, dass du weniger spontan dich in Dinge fallen lassen kannst? Ja, das bringt generell vielleicht das Alter mit sich oder das Älterwerden, sage ich mal. Mhm. Negativ kann man es auch so beschreiben, dass in gewissen Bereichen gewisse Ängste zunehmen. Auf der anderen Seite auch eine gewisse Gelassenheit. Also ich kann mir an Situationen erinnern,
gerade in beruflicher Hinsicht, dass man denkt, oh Gott, was wird? Und jetzt ist das nichts geworden, jetzt ist die Rolle abgesagt worden und dann fängst du plötzlich an allem zu zweifeln an. Und mittlerweile sieht man gewisse Dinge entspannter und denkt sich auch, du hast ja eine wunderbare, tolle Strecke hinter dir gehabt. Das soll jetzt nicht so nach Abschied klingen, um Gottes Willen, oder so, dass man jetzt sagt, jetzt irgendwann Segen ist das Zeitliche, sondern es kommt ja noch ein Teil, aber war ja auch schon sehr, sehr viel, sehr Schönes. Also schaue ich eigentlich relativ entspannt in die Zukunft. Ja, dann sieht man auch in deinen Augen, also du bist nicht einer, der Angst besetzt von diesem Thema auch, abtreten, nee, alt werden. Nicht, ne? Nein, habe ich keine Angst, überhaupt. Hattest du mal? Weil es gibt ja Leute, die gerade in der Pubertät oder wenn sie junge Leute sind, wahnsinnig. Naja, es ist ein bisschen so, wir alle glauben ja, wir leben alle irgendwie in so einer heilen Glocke, in so einer heilen Welt, nicht? Und bis plötzlich, sagen wir mal, so eine Granate ganz nah einschlägt und der Opa ist tot oder irgendwas. Oder in der Familie passiert irgendwas, Unfall oder was, dann stellt man fest, man ist nicht in so einer abgeschirmten Glocke, lebt man nicht. Über Tod oder Sterben nachdenken, ich finde, das gehört dazu. Da muss man gar keine Angst haben eigentlich. Das klingt jetzt so, als ob ich irgendwie wusste, wo es lang geht oder wie man die Dinge anpackt. Vielleicht schlotter ich irgendwann einmal ganz schrecklich. Aber so zumindest, so macht es mir gar nichts aus. Wie wird das hohe Alter ausschauen? Wirst du einer sein, der arbeitet, bis er aus den Schuhen fällt? Oder wirst du einer sein, der sagt, in Bayern ist mir zu windig, ich hock mich nach Portugal an den Strand? Nein, muss nicht sein. Nein? Also nach Portugal fahren ist wunderbar, einmal eine Woche oder ein paar Tage. Aber da bin ich mit dem Haus, mit meinem Garten, mit dem, was hier alles ist, was brauche ich? Warum muss ich da woanders hin? Also schon hier bleiben? Hier bleiben, ja. Hier bleiben. Und wenn ich jetzt sage, ich bin sogar froh, dass ich schon mein Friedhof, mein Grab habe, dann klingt das vielleicht ganz komisch. Weil ich möchte ja noch lange leben, ja. Aber ich bin froh, dass ich das habe, dass ich da weiß, da komme ich mal rein. Wo wird das sein? Freilich am Winterfriedhof, das ist ein kleiner Friedhof, da in Neuhausen. Und da haben wir unser Grab. Ist das ein beruhigendes Gefühl, zu wissen, wo man liegt? Das ist ein beruhigendes Gefühl, ja. Das klingt jetzt vielleicht ganz blöd, aber es ist ein beruhigendes Gefühl. Wenn ich da vorstehe, so ein paar Mal im Jahr, ist der Gedanke, dass ich mal drin liege, ist gar nicht so schrecklich. Gar nicht so schrecklich? Nein, nein. Elmar, wollen wir hoffen, dass diese Zeit noch weit weg ist und dass wir gelegentlich noch irgendwann einmal auf einen Gipfel gehen können? Jetzt trinken wir noch ein Schluck Bier vorher. Du zuerst diesmal. Okay, gut. Prost. Werner. Wo gehen wir auf die nächste Tour? Wendelstein. Das ist machbar, da können wir mit dem Zug nachfahren. Schönen Tag. Aber Brot hat mir sehr viel gesagt. Ja, sorry, aber du hast ja kaum was gegessen. Ich hab alles gegessen. Ich hab nichts gegessen. Du hast nichts gegessen, so ist es. Ja. Den Käse haben wir jetzt raus. Aber das den Käse heute. Und was willst du nicht machen? Nein. Sollst du den Pfeffer dir auch noch haben? Hab ich schon gesehen. Pfeffer und das Salz. Hat mir auch mitgegeben.